herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public zusammen mit der Astrid, dem Toledo, dem Manni, dem Paul, dem Uwe. Wunderschön. Hallo, wunderschön. Hallo. Ist er jetzt aufgeklappt oder nicht? Hast du jetzt Musik oder sollen wir singen für die Zuschauer? Nee, ich hab Musik geschafft, danke. Frage kannst du dir relativ einfach beantworten. Ja, wenn er stehst oben du noch ist. In der Halle? Nee, ich stand schon draußen. Okay, weil wenn er aufgeklappt ist, kriegst du nämlich nicht aus der Halle rausgefahren. Ah, okay, gut zu wissen. Weil ich habe auch mal einmal schon Oliven geerntet und irgendeiner hatte ihn aufgeklappt reingestellt. Ja. Und ich wollte rausfahren und BAM, voller Latte hängen geblieben. Ja, schön. Hat jemand Zeit und Bock, mir einen Kaffee zu kochen? Ölweh zu bringen mit Saat und Dünger? Also ich kann nicht, ich muss Pullover strecken. Warum muss. Nee, das kannst du auch nach der Aufnahme machen. Nee. Ja, bring ich dir. Komm, gar kein Problem. Danke schön. Anni, was machst du da? Ich mach nichts, dann macht das VCR. Ja, einmal stehen bleiben. Wo muss ich hin? Lustig, ne? 17, 18. Ja, mehr ich hab so viel gesoffen. Du musst einmal das Tempo rausnehmen. Du brauchst also den Annaburger, hast du gesagt, ne? Ja, den, wo Dünger und Saatgut reingeht. Ja, Saatgut, Annaburger passt. Keine Ahnung, welcher das ist. Den roten. Den roten mittlerweile grauen, ne? Ich meine... Mhm. Ja, den roten halt. Ich bin Graufetischist, ich gebe es zu. Da hat er die Mittellinie nicht gefunden. Gleich von Anfang an. Ja, da musst du nur einmal... Ja, ich weiß, ich habe ihn schon gepammert. Tempo rausnehmen und dann ist gut. Ja. Nur jetzt haben wir halt so ganz viele kleine Fleckchen da stehen noch. Ihr erntet aber gerade? Ja, ich mach die schon weg. Ich habe auch noch auf einer Seite was stehen, ne? Das VC auch noch nicht richtig funktioniert. Wir ernten gerade Sojabohnen auf der 17-18. Ja, zur Not lass dir einfach 3 Liter stehen, das ist ja auch machbar. Das sind mehr als 3 Liter. Ah, okay. 4. Oder sogar 5. 400 vielleicht. Man, die hat eine halbe Bahn im Zickzack gedroschen. Okay, got it, ja. Ja, das ist halt der Nachteil an den echt schnellen Dreschern. Ne? Das hatten wir ja schon mal bei der Raupe drüber gesprochen. Das ist ja beim Drescher dann sehr, sehr ähnlich, wenn er dann so die Pendelbewegung macht. Ja. Das stimmt. Ja, wenn er nicht vom Anfang an richtig in der VCA-Spur nimmt, dann fängt er an zu pendeln. Dann findet er die Mittellinie nicht. Das ist richtig. Wäre das Überschwingen einer Regelung? Yes. Kommt mir zumindest bekannt vor, das Überschwingen. Ich glaube, so hast du es letztes Mal formuliert. Ja. Ich habe diesmal kein I bekommen, aber ich kann trotzdem abladen. Bist du vielleicht auf der Zugmaschine oben in der Auswahl? Ja. Dann kriegst du auch kein I. Das erklärt einiges. So, wo soll denn der ÖLW hin? Stell einfach hier auf der 17 irgendwo hin. Oh, doch nicht mehr. Lass ihn doch am besten auf Straße stehen. Oder so, ja. Weil dann steht er nicht im Weg. Nur so als kleiner Tipp. Ja, nee, ich wollte ihn nicht aufs Feld fahren. Ich habe ihn jetzt neben dem Kalkstreuer quasi gefahren. Ja. Ich muss doch mal einen Antrag stellen wegen diesen Lampen hier oben. Welchen Lampen? Die hier oben sind. Bei der Produktionsfläche. Ja. Die habe ich doch schon weiter nach hinten gesetzt. Ich habe sie trotzdem gefunden und habe mich da komplett drin verkeilt. Ah. Oder warte, das war doof. Hey, das ist doch... Ich bin schon wieder raus, wenn du... Nee, sorry. Ich bin hier oben gerade am Olivenernten, ja. Und ich hatte eingestellt, dass er jede zweite Rasterbahn nehmen soll, aber... Du musst jede dritte mitnehmen. Ja, ich hab's gerade... war eingestellt, ich hab mich gefragt, warum, aber es hat sich als sinnvoll erwiesen. Passt. Aber es kommen ordentlich Oliven runter, ne? Bin jetzt so mit. Naja, komm, ich bin jetzt so gefühlt Mitte zweite Bahn
Ich habe schon über 700 Liter, also es ist okay. Ja, da kommen gut welche runter, ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch die Olivenölproduktion heute einfach mal ausgemacht. Und jetzt lassen wir einfach mal so 2, 3, 4 Runden Oliven laufen, bevor wir sie wieder anmachen. Weil das, was du heute erntest, das reicht vielleicht für einen Tag, 2 Tage ja, Produktion. Ja, es ist halt, also... Es ist nicht das riesigste aller Produktionsflächen oder Olivenflächen, sagen wir es mal so. Aber wer will denn auch schon 3 Tage lang Oliven runterholen? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, nee, das ist schon richtig. Lassen die jetzt aus, bis die voll ist oder fast voll ist und dann machen wir sie wieder an. Ja, ich denke, dass das passt. Dann lassen wir die einmal richtig durchlaufen. So, wer ist voll? Das klingt nach einem Plan auf jeden Fall, ja. Was, wer ist voll? Im Feld. Einer zusammengeklappt. Ich muss einen Graf ganz schön noch einstellen, dass der NS nicht immer schließt, wenn ich raustappe. Ich muss vom Vollbild auf Fenstermodus wechseln. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Toledo, noch eine Frage, weil du ja schon mal Oliven geerntet hast und weißt, wo die Produktion wahrscheinlich steht. Ist das die alte amerikanische... Alte Getreidemühle. Okay, genau, passt. Dachte ich mir, ich wollte nur noch mal nachgefragt haben. Ja, Manni, dann lass uns zur Dingens fahren, ne? Ja, zur 30, ne? 32, meine ich. Ja, gut, 32. Genau, machen wir die 32, dann ruppen wir die runter und dann machen wir da nämlich Zuckerrüben drauf. Wir brauchen Zuckerrüben. Auf welche willst du Zuckerrüben drauf machen? 33. Ah, ja. Was? Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir eine Fläche näher am Feld, am Hof haben, dass das Abfahren einfacher ist, aber haben wir leider nicht. Die 12 würde sich anbieten, aber da wächst die Baumwolle noch. Ja, genau. Das dachte ich mir auch gerade. Deswegen war man, weil ich hatte gerade geguckt, was wir haben und wir hatten nichts Besseres. Feld 1 hätte Zuckerrüben? Ja, Feld 1 hätte sogar erntereife Zuckerrüben. Mhm. Ich wollte auch gerade vorschlagen. Sollen wir Feld 1 kaufen und Zuckerrüben ernten? Genau, Maßnahme, dann haben wir was. Ja, würde ich aber tatsächlich nicht. Ich würde... Lass uns doch mal ganz kurz zu dem Thema kommen, was du quasi eben schon reingeschmissen hattest, außerhalb der Aufnahme. Dass Baumwolle, was war das jetzt, 8 Tage braucht, um reif zu werden. Das ist natürlich dann ein bisschen... um die Stoffproduktion durchgehend laufen zu lassen, vermutlich. Deswegen hattest du vorgeschlagen, ob wir noch einen zweiten Schafstall investieren. Das war auf jeden Fall mal mehr Wolle kriegen, dass die Spinnerei auf jeden Fall durchläuft, weil die läuft nämlich tatsächlich auch leer. Ja, so, genau. Wir haben jetzt nur noch Wolle für 2 Stunden in der Produktion und vorm Stall steht, glaube ich, eine Palette. Mhm. Genau, also dann würde ich lieber das machen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es noch andere Wünsche außer Community gab, was gekauft werden soll. Ich erinnere mich, dass ein zweiter großer Drescher mal im Channel stand. Ja, das war ein Trion gegen einen John Deere noch tauschen. Genau. Ob wir den Trio tauschen oder nicht, wahrscheinlich ist das mittlerweile fast egal. Warte mal, ich guck mal, was die überhaupt noch kosten. Oh doch, ja, die kosten noch 90 Riesen, ja Mensch. Ich würde bei 3 Dreschern bleiben. 4 Drescher. Ja, dann fährst sonst, du mit 4 Dreschern. Sonst aber geht uns auch der Platz würde ich aus. Abgeben. Ja, das aber stimmt. Uwe, du hast schon so lange kein Feld mehr gekauft, ne? Ja, bin mir aber. Also ich glaube, Feldfläche haben wir grundsätzlich reichlich genug, dass irgendwo immer etwas zu tun ist. Egal ob einer ernten will, einer ansehen, was auch immer. Also nur weil da gerade Rüben drauf sind, würde ich sagen, muss ich es nicht unbedingt kaufen.
Also dann würde ich lieber sagen, wir gehen Richtung einem Schafstall und danach noch den Drescher. Wenn du dich beeilst mit dem Drescher, dann könnte Manni seinen auf dem Weg zum Feld beim Händler stehen lassen und den neuen direkt mitnehmen. Genau. Wo muss der jetzt gekalkt werden? Der Feld wurde 17, okay. 18. Dann sag mir mal, haben wir aber den... 17 ist doch noch gar nicht angesät, oder? Ist doch egal. Kannst du schon vorher kalken. Hast du den mit der Chaos-Kapazität gekauft? 32k oder normal? Yes, Sir. Yes, Sir. Okay, Laderohr-Design... Genau, und auch die Schneidwerkskonfiguration auf Chaos. 550.000, Alter. Ja, warte, oh, Moment, ich muss erst umdrehen. Ich muss gleich noch den Schneidwerkswagen kaufen, aber ich war am Ende der Bahn angekommen. Geht. Bin so angekommen. Schneidwerkswagen. Welchen brauche ich denn? Den größten, ne? Ja, du brauchst vor allem den, der Team Chaos kann. Ja. Also, ja, den Team Chaos Schneidwerkswagen. Den wir ja auch schon einmal haben, den 45er, ja. Alles weil gut. Sonst snappt das Schneidwerk nicht. Nee, ich weiß. Alles fein. Reserverad, ja, unbedingt. Ich finde das mit Reserverad immer ganz schön. Ja, hat er hier auch. So. Okay, das passt. Der neue Drescher steht auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, was kostet denn überhaupt ein Schafstall? Manni hat den anderen schon hingestellt. Ja, danke, Manni, mach ich gleich. Das Malzschneidwerk müssen wir dann irgendwie auch noch irgendwann austauschen, glaube ich. Ah, richtig. Warte, nee, dann machen wir das. Das machen wir jetzt. Manni kann ja beide mitnehmen. Warte, das kriege ich hin. Moment. Moment warten, ja? Ja, Manni, warte noch. Manni, ich. Weil ich habe ja nämlich schwer zu arrangieren. Achso. Du sagst Bescheid, okay? Welche Schneidwerke haben wir denn gerade aktuell? So. Die Diamant. Genau, wir haben die Diamant 12 und dann brauchen wir jetzt die C16F noch einmal. Genau. Kann ich dir einen schon zurücksetzen, Manni? Oder stört dich das gerade? Musst du aufpassen. Ich glaube, wir haben ein weißes, ein schwarzes. Ich glaube nicht. Meiner steht beim Händler, der Mähdrescher. Ja, nee, es geht um das Malzschneidwerk. Selbst wenn wir ein so hätten, das wäre mir jetzt erstmal egal. Können die Farbkonfig im Nachgang ja nochmal anpassen. Ich sag's dir. Warte, Manni, sorry. Ich wollte dir eigentlich Platz machen. Ein grünes und ein schwarzes steht hier noch. Ja, ich glaube, die sind beide grün. Ich glaube, die haben keine Farbkonfig, Toledo. Ich hab hier steht ein grünes gesehen. Und ein schwarzes da. Schneidwerk, also Maisschneidwerk. Ja, das schwarze habe ich hier auch, ein grün-schwarzes. Nee, das eine war nur grün, das andere war schwarz. Von außen. Ja, vorne die Spitzen sind bei den Schwarzen, da müssten aber zwei stehen, außer Uwe hat schon eins habe ich schon zurückgesetzt, deswegen sage ich, so ein schwarz-grün, das habe ich hier. Ja, das andere ist auch schwarz-grün, ja, wahrscheinlich, wenn die Spitzen nur grün sind. Ja, genau. So. Jetzt habe ich so, wie ich es haben will. Ledo, wo bist du? Auf die 32 hinten in der Ecke. Ja, ich bin fast da vorbeigefahren. Aber ich habe auch gerade erst 20.000 Liter, also du kannst ruhig da vorne warten. Ich hoffe, Manni schreit jetzt nicht, aber ich versuch's einfach. Manni schreit nicht. Läuft. Hörst du hier raus gleich, Manni? Ja. Sehr gut, dann steht das hier schon mal für dich. Koppel einfach an, dann snappt's gleich. Ich muss den Schneidwerk umdrehen, weil ich nicht vorbeikam. Ah. Ja, du musst, wenn du sowas machst, erst den Schneidwerkwagen kaufen, damit der richtig steht. Kannst das dann noch nicht aufmachen. Sorry, mach ich beim nächsten Mal.
Hoffentlich. Also ich glaube, es gibt keine neuen mehr, aber... Lelo, da war ein Ball. Ja doch, in den doch. Neuen Projekten vielleicht. Ja, das stimmt, aber auf dem Server glaube ich nicht mehr. Ja, weil ich möchte nämlich auf jeden Fall, weil ich habe mir nämlich mal die Zilonka-Karte da mal ein bisschen detaillierter angeguckt von dem Premium-DLC. Also da möchte ich auf jeden Fall auf der Karte auch mal ein bisschen spielen. Wollen wir nächste Folge drüber sprechen? Gerne. Perfekt. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir beenden erstmal mit einem neuen Dresser und starten in der nächsten Folge mit der neuen Karte. Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es gefallen hat, Lars, gerne ein Däumchen nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.